So, nun ist es ja doch wieder Samstag geworden. Ich stehe jetzt hier in Ingolstadt, werde jetzt meine Pause beenden, werde hier noch abladen und dann geht's ab nach Oelsnitz nach Hause ins Wochenende. Hoffentlich geht das Abladen jetzt hier schnell. Drückt mir die Daumen, ich will heim. So, meine Ware ist über Nacht Engpass geworden. Das hat aber auch einen Vorteil. Da geht's jetzt schnell. Da ist irgendwas dabei, was sie ganz dringend brauchen am Band. Und da haben sie mich jetzt auch zuerst hingestellt an die Abladestelle, wo das hingeht. Aber wie gesagt, da geht's jetzt richtig schnell, dass sie mich jetzt hier durchschleusen. Und dann bin ich vielleicht schon um 7 hier raus. Wenn ich ein bisschen Glück habe. Jetzt geht es erstmal hinter zur Abladestelle, zur ersten. Und dann fahre ich gleich zur zweiten Abladestelle. Da hinten steht schon wieder einer. Mitten im Weg. Jetzt fährt er weg. Ha, ha, ha. So, Freunde des guten Geschmacks. Hier ist Schluss für euch. Normalerweise wollten die das hier alles runternehmen bzw. hätten sollen, aber die haben nicht genug Platz. Das heißt also, ich muss jetzt hier zur GZA selber fahren, zur zweiten Abladestelle. Wie stehst du denn hier? Ah, leid, leid, leid. Bauen sie wie die Wilden. Ich hoffe doch LKW-Parkplätze. Ich meine, für die PKWs haben sie jetzt hier jede Menge Parkhäuser gebaut. Also können sie ja hier ruhig LKW-Parkplätze bauen. Na gut, mein Plan mit um 7 hier weg geht nicht ganz auf. Weil das jetzt hier eine Weile gedauert hat, bis die das hier auseinanderklamüsert haben. Ja, da stand auf meinem Zettel, dass das Engpass geworden ist über Nacht. Aber das interessiert mich nicht. Wo rangiert er denn hin? So, hier scheint ja auch keiner da zu sein, also müsste es hier auch schnell gehen. So, jetzt bin ich hier fertig. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Nee,
frisch, froh, munter. Jetzt geht's heim. Jetzt wird hier Gas gegeben. Ja, da war es ganz gut, dass ich am Donnerstag, Freitag früh vollgetankt habe. Weil ich nämlich heute nirgends hinkomme zum Tanken, Betriebstankstelle. Und Montag dann auch nicht und Dienstag ja wahrscheinlich auch nicht. Also war die Idee, voll zu tanken, schon richtig. Was ist denn jetzt hier mit Grün? Dass man euch alles sagen muss, ihr Ampeln. Die Behelfsbrücke haben sie schon weg. Jetzt müssen sie bloß noch die Eisendinger wegrupfen. Und dann können sie die Straße gar fertig machen hier. Hier haben sie eine Stützmauer gebaut. Links. Da geht wahrscheinlich noch mal ein Fußweg runter. Hier ist nämlich so wie ein Tunnel hier unten drunter durch für die Fußgänger. Hier unten geht der durch, hier, und dann kommt die da drüben wieder raus. Radfahrer, Fußgänger. Haben sie schon gut durchdacht hier das ganze System mit den Brücken und Tunneln und Zeugs und Marschen und Straßenbau. Hat mal einer richtig nachgedacht. Bloß, dass eure Bäume schon wieder braun werden. Oh Mann, diese scheiß roten Ampeln heute dauernd, das nervt. Verkehrsfunk gehört. Alles frei, haben sie gesagt. Es rollt. Trotz schönem Wetter rollt es. Naja, der große Rand kommt erst noch. Die frühstücken ja jetzt erstmal alle. So, aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt heim will, aber ich muss noch mal ganz kurz hier auf dem Rasthof raus. Warum, erläutere ich jetzt nicht. Könnt ihr euch ja denken. Hoffe ich, denke ich, bin ich mir sicher. Ja. Schauen wir mal. Ich denke ja, dass ich hier jetzt ein Plätzchen finde zum kurz hinstellen. Dauert ja nicht lang, 10 Minuten oder so. Der Bus will auch hierher, na toll. Da freue ich mich jetzt schon, da ist ja dann schon wieder Andrang. Alter, nee, ne? Ein Bus voller Rentner, die haben mich nämlich gerade überholt. Da habe ich gesehen, dass das alles Rentner sind. So. Und deswegen bleibe ich gleich hier stehen und beeile mich. So. Bis gleich, liebe Leute. Weiter geht's.
Weiter geht's, weiter geht's. Hier nochmal kurz halten. Meinen Müll in den Mülleimer werfen. Ihr kennt ja meine Einstellung zum Thema Müll. Also wird er ordnungsgemäß entsorgt. Schon wieder ein Haufen Lastkraftwagen auf dem Parkplatz hier. Kann mir doch keiner erzählen, dass die hier nicht das ganze Wochenende stehen bleiben. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Das haben wir doch früher im Ausland genauso gemacht. Frankreich, wo ich nach Frankreich gefahren habe, vor vielen, vielen Jahren. Wenn wir da Samstag einen Parkplatz ergattert haben, da sind wir doch nicht mehr weggefahren, da sind wir doch stehen geblieben. Bis Sonntagabend. Und genauso werden die das hier jetzt auch handhaben, denke ich mir. Obwohl es mittlerweile verboten war. Damals war es ja noch nicht verboten. Da durftest du ja noch im LKW schlafen übers Wochenende. Jetzt darfst du ja in den meisten europäischen Ländern übers Wochenende gar nicht mehr im LKW schlafen. Aber die machen es doch trotzdem. Du brauchst ja theoretisch bloß eine Stunde weniger als 45 machen. Dann hast du schon keine komplette Wochenendruhezeit mehr. Und du darfst ja nur eine komplette Wochenendruhezeit nicht im LKW übernachten. Das heißt also, sobald ich eine Stunde weniger habe, darf ich im LKW schlafen, weil es ja keine komplette Wochenendruhezeit ist. Und die eine Stunde, die hänge ich halt mal irgendwo wieder an. Habe ich ja 3 Wochen Zeit, meine verkürzte Wochenendruhezeit nachzuholen. Also das ist das ganze Gesetz mit dem Schlafen im LKW ist sowas von Schweizer Käse. Also sprich löchrig von Motten zerfressen, das ist doch alles nur Augenwischerei. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die Polizei kreiselt hier rum, natürlich, die können auch gucken, ja, wie lange stehst du schon da? Ja, die werden aber nicht bis Sonntagabend kommen und gucken. Der haut dann Sonntagabend ab und hat seine Wochenendruhezeit voll, wenn er Glück hat. Und wie gesagt, wenn er eine Stunde eher fährt oder eine Stunde eher auf Arbeitszeit drückt, ist das ja auch kein Problem, ne? Da gibt es so viele Tricks, das zu umgehen. So, jetzt ist Feierabend. Jetzt geht's heim, Sachen zusammenpacken. Und nach Hause, Wochenende. Also meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes, eben solchiges, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und tschüss bis Montag. Mittag, also 1:30 Uhr.